Wir haben festgestellt, dass das Interesse am Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung immens groß ist. Und es wird ein spannender Tag, das kann ich Ihnen versprechen. Gibt es jemanden im Publikum, der so viel Geld hat, dass er das heute verschenken möchte? Wer gibt gerne einfach Geld aus, auch vielleicht, weil es fremdes Geld ist? Für uns ist wichtig, dass wir hier die Kontonummer haben. Da liegt das Geld, das ich Ihnen jetzt spenden möchte. Und diesen positiven Rückgabewert brauchen wir, um in das Online-Banking hereinzukommen. Die Datenbank schickt uns jetzt noch den Output mit dazu. Und zwar die TAN-Nummern, die wir brauchen. Überweisung ausführen. Vielen Dank. Die haben noch einen Dispo-Rahmen. Reißt die mal richtig schön ins Minus rein. Ich kriege auch keinen Elektroschock, weil das Kältespray nicht leitet. Und da braucht man nicht sparsam sein, da können wir schön nochmal raufhauen. In der Summe braucht man in der Regel 1 bis maximal 2 Tage. Und dann hat man die Festplattenverschlüsselung geknackt. Wenn Sie das selber mal testen lassen möchten, es kann sich finanziell für Sie lohnen, zu sehen, bevor der Schaden entstanden ist. Es gibt immer wieder andere Aspekte zu sehen. Also das waren zum Beispiel auch völlig neue Themen und Schwerpunkte. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr gut aufbereitet und das hat einen mitgenommen. Für den frühen Morgen war es sehr interessant. Definitiv viel dabei, wo man auch was mitnehmen kann. Also es ist äußerst interessant. Für den Rest des Tages hoffe ich halt genau Produkte zu sehen, Inhalte zu sehen, rechtliche Meinungen. Da hoffe ich mir doch eine ganze Menge Anregungen. Hauptsächlich bin ich eigentlich wegen der rechtlichen Geschichte, was die Datenschutzverordnung und so angeht, hergekommen. Ich wette mit Ihnen, in jedem Unternehmen, in jeder Behörde gibt es ein Asset, der es wert ist, gestohlen zu werden. Daten sind das neue Öl, da ist auf jeden Fall was dran. Ne? Wenn ich irgendwo reinkomme, wer betreut eigentlich das Projekt Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung? Und die Gesichtszüge sind immer einfach so schön. Also wenn Sie heute auf die Straße gehen und fragen den gemeinen Handwerker, ob der schon mal was von Datenschutzgrundverordnung gehört hat, werden Sie in 99% aller Fälle Nein hören. Da gibt es auf der einen Seite die IT-Sicherheit. Und dann gibt es hier so eine ganz, ganz große Mauer. Und dann kommt so jemand, der ist in der Hierarchie meistens noch unter dem Hausmeister, nämlich der Datenschützer. Und wo will ich eigentlich Datenschutz vernünftig machen, wenn ich mit dem, der da drüben so ist, gar nicht rede? Viele Unternehmen haben halt historisch gewachsene Strukturen, wo Mitarbeiter schon 20 Jahre da sind und der hat das immer schon so gemacht. Und die erste organisatorische Herausforderung für Unternehmen und Behörden ist, dass man das vernünftig organisiert. Irgendeine Instanz wird es geben, die Sie mit diesem Thema nerven wird, ob Sie sich damit befassen oder nicht. Datenschutzbeauftragte kriegen eine komplett neue Rolle. Klopf, klopf. Ich bin hier der Überwacher, zeigt mal, was macht ihr da eigentlich da alles? Da können Sie auch nicht das beschönigen, können sagen, ja, wir müssten vielleicht, sollten wir mal, also auf den Weg bringen. Nee, Sie müssen sagen, das ist rechtswidrig. 1, 2, 3, 4 Lecks. Wer am Ende haftet, das sind nämlich Sie. Machen Sie sich klar, dass auch Lieferanten, die Sie haben und Kunden, die Sie haben, in diesen Prozess mit eingebunden werden sollen. Dass man sich bewusst werden sollte darüber, was im eigenen Unternehmen eigentlich los ist. Also 25.05.2018, alles, was Sie bis dato gelernt haben zu dem Thema, können Sie neu justieren. Das heißt, Sie müssen mit dem, was Sie haben heute, leben, planen und dementsprechend auch sich vorbereiten auf die Datenschutzgrundverordnung. Das wird noch ein Spaß. Herzlichen Dank. Die Informationen, die hier vermittelt werden, betreffen ohne Ausnahme meiner Meinung nach uns alle. Von den Themen hat man bisher eigentlich noch nichts gehört. Von daher denke ich, ist durchaus noch der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, in vielen Köpfen dämmert es jetzt so langsam, auch wenn man es hört, was wir eigentlich zu tun haben. Dass man auch mal weiß, auf was man achten muss, dass man auch mal darauf hingewiesen wird. Es wird höchste Eisenbahn, dass wir auch was tun.